Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Elden Ring. Wir haben es tatsächlich geschafft, eine Folge aufzunehmen und wir machen auch direkt weiter. Leute, es geht richtig los. Wir ballern uns jetzt erstmal so eine Fürstenrune rein. Weil ich möchte schnell meine Runen alle verbrauchen. Bevor ich mich der nächsten Herausforderung widme, bevor ich wieder sterbe, wie beim letzten Mal, und wieder alle meine Runen verliere. Ich habe gesagt, ich mache Geschick auf 30 einfach, weil ich da nicht diese krummen Werte haben will. So, und jetzt kümmern wir uns nochmal um das, woran ich gescheitert bin die letzten Male. Erst einmal, aber warte mal, als ein bisschen schneller geht, holen wir uns noch da hinten die Kiste. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Sie wird nur bewacht von drei ziemlich miesen Typen. Hier, die hier. So. Heulendes Kristallschwert ist da drin. Wie gesagt, die drei Typen sind super mies. Aber das Heulendes Kristallschwert ist mein. Man kann die auch mit einem Hammer oder so bekämpfen. Da macht man sogar besser Schaden. Aber ich habe jetzt einfach keinen Hammer. Doch, ich hätte einen Hammer gehabt. Wartet mal. Ich hätte einen Hammer. Und zwar habe ich doch komplett aufgebaut. Genau, Marikas Hammer plus 10. Ich will mal schauen, ob der mir da was bringt. Lass mal schnell. So, beidhändig. Ja, bringt was, aber ihr merkt, ich müsste sie komplett anders bekämpfen. Ich müsste sie aus ihrer Komfortzone herauslocken und dann können sie mich auch noch mit Scarlet Rot können sie mich vermiesen. Also irgendwie nicht so cool. Irgendwie nicht so, dass ich sage, gerne wieder. So, ich gehe jetzt aber erstmal schnell hier lang. Es ist super gefährlich, I know. Ich habe es sogar überlebt. Bin selbst verwundert über dieses Glück. Ui, der Halligbaum-Soldatenhelm, sehr gut. Wieder ein Teil der Halligbaum-Rüstung. Genau, ich muss irgendwie da oben wieder hinkommen. Ich habe sogar eine geringe Idee, wie das funktionieren könnte. Ah, er hat mich bemerkt. Boah, wie das sogar durch die Wände geht, ne? Voll übermächtig. Sagt der, der eigentlich hier wirklich übermächtig ist. Genau, da will ich hin. Aber wie komme ich da hin? Ja, bevor ich jetzt hier einfach nur durchrenne, möchte ich mir das Gebiet einfach mal noch ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht hier oben lang? Würde ja zumindest Sinn ergeben. Da ist einer. Da ist ja einer. Ach
komm schon, wieso habe ich daneben gehauen? Naja, Blitzgroßbolzen. Um mal so richtig zu Blitzgroßbolzen. Ach, hier komme ich jetzt hin. Nee, hier komme ich, hier will ich doch nicht hin. Oh, mit dem Hammer bin ich ziemlich schwer, oder? Nee, sah nur gerade so aus. Fühlte sich nur gerade ein bisschen schwerer an mit dem Hammer. Ja, wie gesagt, das Gebiet hier ist sehr erkundungsfreudig. Man kann hier unter anderem zwei Flüche kann man hier bekommen. Also das Gebiet selber ist sehr für Erkundung gemacht. So, jetzt laden wir uns erstmal ganz kurz wieder auf. Oh, das ist ein mieses Viech. Boah, es hat es nicht erwischt. Es hat es nicht erwischt. Es hat es nicht erwischt. Alter, ich hasse dieses Ding. Ich hasse es so sehr. Der letzte hat es nicht erwischt. Ey. Oh, ist das ein ärgerliches Ding. Ach, Leute. Puh. Ja, wir könnten dann einfach wieder hier starten. Zumindest ersparen wir uns dann den Spießrutenlauf da vorne lang. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ihr denkt euch jetzt bestimmt wieder, boah, Hyuga, jetzt stell dich doch mal wieder nicht so an wie der erste Mensch hier so. Aber ich kann euch immerhin dahingehend beruhigen, ich bin der erste Mensch. Ey, ich wollte doch gar nichts trinken. Ich wollte doch eigentlich schlagen, wollte ich doch. Na gut, es ist mein Getränk, aber das brauchte ich sowieso nicht. Wie gesagt, ich will ja auch eigentlich möchte ich ja vor allem eure Rüstung haben. Die möchte ich ja vor allem komplettieren. Licht aus! Brudi. Ja, das ist der schnellere Weg. Ich will die blöden Viecher jetzt da einfach mal besiegen. Kann doch nicht sein, dass die mich hier so übel rankriegen. Stimmt, hier den Weg gab es ja auch noch. So, jetzt machen wir aber erstmal da vorne, weil ich mir das vorgenommen hatte. Wobei, wir können jetzt auch versuchen, hinten so lang zu schleichen.
alles nach dem Motto, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Doch, du siehst mich. Schade. Ja, Gift ist nicht so wild. Die Nahkampfangriffe, die sind wild. Kannst du mal aufhören, meinen Angriffen auszuweichen? Danke, immerhin kann man hier Geisterteillilien farmen. So, keine Ahnung, was wir hier drin finden werden. Ui, Marikas Wundsiegel. Auf jeden Fall gut beschützt. Ja, Vorsicht, hier ist halt noch so ein Vieh. Brüders, ey, das war jetzt hart. Das kam schneller auf mich zu, als ich dachte, aber ich hab's geschafft. Hätte selber nicht damit gerechnet. Aber es ist nicht das Letzte gewesen. Ich hänge jetzt gerade so ein bisschen fest. Ich bin auch gerade irgendwie unfähig, mich zu bewegen. Boah, dieses Teleportieren. So. Boah, wie viele gibt es denn von den Scheißviechern hier unten? Ja, nice für Geistertal-Lilie. Da ist einfach nur... Oh Gott. Ah, da ist das erste von den Dingern. Immerhin eine Fürstenrune. So, du entkommst mir nicht. Einfach 4 von diesen Scheißdingern hier. Und dann auch noch Herbert. Ach, und ihn gibt's hier auch noch. Also hier wollen sie es halt wirklich hart von mir wissen. Oh Gott. Hui. Okay, das ist, also wenn die auch noch runterkommen, dann ist das hier echt eine harte Szene. Okay, lol, nope, I'm out, Leute. I'm out. Da mache ich nicht mehr mit. Oh fuck, hier sind ja die Jungs unterwegs. Ach du Scheiße. Ja, der wird mich jetzt hundertprozentig slayen da hinten. Sag ich doch. Oh fuck it. Fuck it. Haha. Alter, wegrennen nutzt nichts, ich weiß. Also. Au. Ja, es erwischt mich auf der fucking Treppe einfach. Auf der fucking Leiter. Alter, wie viele gibt's hier von diesen Scheißviechern? Meine
2 sind stark, 3 sind krass, 4 sind, oh mein Gott, aber dann 5. Dann einfach 5 von diesen Dingern, ey. Das ist schon hart. Das ist wirklich so. Da denkt sich das Spiel wirklich, jetzt zeige ich euch mal, wo eure Schwächen sind. Jetzt zeige ich euch mal, was ihr alles nicht schafft. Kann man da runterspringen oder ist man sofort tot? So, der hat's erwischt. Bums. Okay. So, ich muss nur aufpassen. Jetzt kommen nämlich die anderen alle wieder hier an und wollen noch mitspielen. Aber Vorteil, die kann ich jetzt alle schön... Die kann ich alle schon ein bisschen so auf die Variante erledigen. So. Ah ja, Michaelas Lilie, sehr schön. Da kann ich mich erstmal hier nach oben. Huh! Oh, die sind nicht so wild. Oh, die machen auch Schaden. Also, aber sind nicht so wild. Oh, er hat einen Teil seiner Rüstung gedroppt. Das könnten die Beine sein. Was ganz nice wäre. Nee, ist der Soldatenhelm. Schade. Wärmender Stein. Ja, das sah so ein bisschen aus wie eine falsche Wand. So, Geisterpfeil. Genau, und so kommt man nämlich jetzt hier lang. Da hat er mal gut zugeschlagen. Kann sagen, kann man die nicht kaputt machen? Es gibt sogar Lebenspunkte dafür zurück und Asche der Soldaten des Halligbaums. Ja, der Halligbaum. Schön hier, ne? Also, immer noch ein Baum. Erinnert so ein bisschen an den Weltenbaum. Ach, da oben ist so noch so eine Pflanze, so eine Hündelpflanze. Weiß gar nicht, ob ich mich damals bis hierhin durchgekämpft habe oder ob ich einfach froh war, den Schnurz beendet zu haben.
So, damit kann man nämlich auch theoretisch dann sogar diesen ganzen Bereich da unten skippen. Und zack. Haben wir das mal geschafft. Ui, das gibt jetzt auf jeden Fall wieder einen Stufenanstieg und damit haben wir Geschick auf 30. Was ganz geil ist. So. Achso, ich muss ja eigentlich nicht mehr leise sein, ne? Kann dann hier dann wieder eher was benutzen, was mir auch ein bisschen was bringt. Er erhöht deutlich eure Attribute und auch den erlittenen Schaden. Habe ich damals gar nicht geholt, das Siegel vom Marika. Dieser legendäre Talisman ist ein mit einer Eldenrune verziertes Auge und soll ein Siegel von Königin Marika sein. Erhöht deutlich den Geist, die Weisheit, den Glauben und die Arkanenergie, aber auch ebenso deutlich den erlittenen Schaden. Die Bürde der Pflicht kann schwer auf jenen wiegen, denen es obliegt, sie zu erfüllen. Sie kann genauso sehr an ihnen nagen wie ein Fluch, von dem es keine Erlösung gibt. Ja, lieber hier Drachengroßschild, Talisman erhöht den körperlichen Schaden enorm. Also, so, jetzt gehen wir es mal hier weiter. Also, hier musste man ja eh eine andere Rüstung tragen, um die Stelle zu schaffen. Ah, ihr wart hier, genau. Danke, dass ich noch im Menü bin. So, hier musste man ja eben idealerweise die Pilzrüstung tragen. Also die verbesserte Pilzrüstung. Weil man sonst hier vom Scarlet Rod einfach zu hart dahingerafft wird. Nee, weil hier ist nämlich überall Scarlet Rod. Und ihr seht, wenn man das nämlich nicht vorher so ein bisschen aus Dings bumst, dann so, habe ich was dagegen? Ja, kann man ja schnell mal mit hier reinpacken, damit ich das auch in der Schnellleiste habe. Ah, goldene Rune. Genau, da drüben müssen wir hin. Und in diesen Pool müssen wir rein. Für die Quest von Millicent, die müssen wir hier weiterspielen. Kommst du nach? Okay.
Ja, der Kampf ist echt so ziemlich, ziemlich happig. Ja, der Kampf ist halt so ziemlich happig. Ich glaube, ich muss den ohne Zauber spielen. Naja, oh, Arkan 20 und ich könnte blutige Ströme benutzen. So. Ja, der Kampf. Beim letzten Mal habe ich ja mit blutige Ströme gespielt. Kann sein, dass das bei dem Ding sehr gut funktioniert hat. Hier kann man einfach durchlaufen. Lasst euch nicht beirren. Geht eurem Weg. Ja, wir müssen das Vieh da hinten wegballern, weil nur damit können wir den Weg freimachen, dass Millicent dort beschworen werden kann. Und dann können wir, theoretisch könnte ich die Quest diesmal anders spielen, aber ich bin halt nicht den ganzen Weg mit Millicent gegangen, um sie dann irgendwie zu töten, finde ich. Weiß nicht, nicht so meine Vorstellung. So. Wie gesagt, ansonsten harter Kampf hier. Man kann natürlich theoretisch... Man kann auch theoretisch von hier oben kämpfen. Das ist aber hart. Das ist ja fast ein One-Shot. Boah. Boah. Ja, und das Dumme ist, das kann mich jetzt hier auch schön nach unten schmeißen. Hier ist hier außen zu kämpfen. Boah, er weist sich gerade nicht als sonderlich gut. Alter, dieser Bodycheck-Damage, ne? Aber wir müssen das Ding hier besiegen, ansonsten... Ja, das war's. Mit der Waffe wird das ziemlich schwierig. Also definitiv mit der Waffe. Ja, wie gesagt, wir müssen dieses Vieh besiegen, um am Ende Millicent beschwören zu können, um gegen ihre Schwestern zu kämpfen, um ihre Questline dann zu beenden. Und da könnte man ja dann auch diese Nadel bekommen, mit der man, also am Ende der Questline, die Nadel bekommen, mit der man dann in der Lage ist, sogar sich die gelbe Flamme wieder runterzuholen vom Körper. Also, und damit sogar dieses eigentlich nicht abwendbare Ende doch abwendbar zu machen. Und ich finde es halt cool, dass es so eine Variante gibt. Also, es ist auch sowieso immer, das, ich glaube, es ist halt wenig, glaube ich, jedes Mal krass, wie schnell die Spieler sowas checken und solche Passagen dann eben auch kennen und wissen, wie man sie spielt. Ja,
es gibt hier, glaube ich, eine Safe Zone, aber fragt mich bitte nicht. Merkt, das ist einfach der reine Körperschaden schon. Ist schon immens. Ja, und jetzt hat es eine Scharlachbeule drauf. Boah. Das war Luck. So. Geschafft. Aber gerade noch so. Eine goldene Saat bekommen. Und eine große Gräbertallilie und nochmal 75.000, immerhin. Oh, so, Millicent. Machen wir beide Hübschen jetzt. Wir werden nochmal miteinander quatschen, oder? Nee, du bist jetzt weitergegangen, genau, du bist jetzt weitergegangen. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt ihr dabei helfen, ihre Schwestern zu besiegen. Oder wir können uns den Schwestern anschließen, Millicent zu besiegen. Ich wüsste nicht, warum wir das tun sollten. Ich meine, wir haben jetzt Millicent auf ihrer langen Reise hier begleitet. Und ihr wisst, welcher Bosskampf dann demnächst ansteht. Es wird ein schwerer Bosskampf. Aber wir sind bereit. Ja, der Bosskampf gegen Melania, der wird schon anders wild. Das ist halt auch für viele halt der schwerste Boss im Spiel. Ich weiß nicht, ob ich damit gehen würde. Ist auch mal eine Frage, wie man es spielt, ne? Man kann es so und so spielen. So genau, als kann man ne, Millicent zu bekämpfen oder ne, herauszufordern. Also zu unterstützen oder herauszufordern, wir unterstützen natürlich. So, und da sind sie ihre... Fuck it, die sind stark. Oh Gott. Nein, Millicent, nein! Das hat letztes Mal einfacher funktioniert. Ah, ich kann nochmal, okay. Ja, ich muss halt schneller in den Kampf kommen und muss sie schneller supporten. Ja, komm. Ach, kommt schon, ey. Das ist ja, Alter. Ja, okay, mit der Waffe ist halt auch echt blöd, weil die halt so langsam ist. Boah. So. Aber wir können natürlich auch theoretisch dann jetzt sagen,
Wir gehen wieder auf unsere normale Ausrüstung zurück. Machen wieder den Paladin. Nee, ich möchte eine andere Rüstung. Hier, das will ich haben. Nicht die Soldatenrüstung. Na, warte mal, ich muss wieder nach Erhalt wieder sortieren. Ach, ich habe ja schon die Halligbaumbeine. Dann hatte ich ja schon alles. Hey, ich habe das Set komplett. Jetzt bin ich wirklich der Halligbaum-Paladin. Cool, ich hatte die Beine schon. Gar nicht gesehen. Ah, fuck it. Ja, ich muss halt versuchen, so ein bisschen die Aufmerksamkeit der Schwestern auf mich zu lenken. Es ging halt letztes Mal halt alles, da hatte ich halt blutige Ströme gehabt. Damit machst du halt ultimativ viel Schaden gegen solche Gegner. Deswegen ist mir da vieles ein bisschen leichter gefallen als halt jetzt. Aber wie ihr seht, wir können das ja so aufmachen, wie wir wollen, bis wir Erfolg haben. Also ihr müsst jetzt nicht Angst haben, weil es beim ersten Mal nicht klappt. So wie bei Dark Souls 1, so in der Siegmeier-Quest, so. So, Maureen. Ja, aufpassen hier. Oh nein, oh, und Scharlachbeule drauf. Alter Verwalter. Boah. Nur noch Scharlachbeule drauf. Boah. Und noch Scharlachfäule. Oh, die erste ist schon runtergefallen. So. So, Pollyanna. Nein! Ja, blutige Finger besiegt. Hat noch gereicht. Millicent, sehr gut, du hast es geschafft. Du hast es geschafft, Millicent. Sehr gut, danke dir. Oh. Ja. Millicent? Müssen sie jetzt hier nicht irgendwo sein? Da ist sie. Oh.
Hello. Thank you for lending your hand. Without your help, I could not have defeated that quartet. I feel as if I've been in your debt from beginning to end. Thank you. With your help, I was able to live as my own person. If only in passing. But this is where things end. I paused to even tell you, but I took out the needle myself. Tell whoever put you up to this that if I am to flower into something other than myself, I would rather rot into nothingness as I am. Please, let me pass alone. The scarlet rot writhes now, worse than ever. Soon, I won't be more than a mound of flesh, curse-laden. Untouchable. I wouldn't want such a thing to bring you harm. Please, the scarlet soon, curse-laden. I wouldn't want such a thing. Ja, sie hat selbst die Nadel herausgenommen. Sie hat selbst die Nadel herausgenommen und nun will sie hier ihr Ende finden. Hui, Leute. Ja. Haben wir es hingekriegt. Gerade noch so. Oh Mann. Ja, das war jetzt hart. Einige harte Kämpfe in dieser Folge, aber auch einige geile Kämpfe. Wie immer bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Nächste Runde geht's gegen Malenia. Wir spielen die Questline von Millicent zu Ende. Und dann machen wir weiter und werden hier noch Abenteuer erleben in der Welt von Elden Ring. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl, BB, euer Iyuga.